Und wenn wir schon beim russischen Leistungserbe sind, dann sind wir auch ganz nah bei Phlox. Er ist in langen Jahren im Grunde der Hauptvererber für das Gestüt Velvet des Ehepaares Bruch in St. Wendel geworden. Sein Vater Waitaki war viele Jahre eines der besten Springpferde Deutschlands mit Holger Hetzel, stammt selbst aus allerbesten Wurzeln der russischen Trakehner Leistungszucht. Und die Mutter bringt dann auch noch ein ganz besonderes Erbe mit hinein. Diese wunderbare Polarissima war einmal Landessiegerin in Rheinland-Pfalz-Saar, eine Tochter des unvergessenen UNESCO, selbst nun ungemein springbegabt und auch erfolgreich bis zur schweren Klasse. Dieser Cassius-Sohn, der leider nicht genügend erkannt wurde in seiner sportlichen Genialität. Und mütterlicherseits geht es dann weiter mit ganz springbetonten und selten gewordenen Sportlergenen wie Karajan, und auch der polnische Vollblut-Araber Doktriner spielt eine maßgebliche und wertvolle Rolle im Hintergrund. Das ist Phlox. Ich reite Phlox bis 3 Jahre. Wir haben gesprungen S, auch in internationalen Turnier, und hat eine gute Einstellung. Wie seine Kinder, er bringt viel Schick und gut Charakter zu seinen seine Kinder. Meine zwei besten Pferde sind Petapata und Pialota. Petapata ist Phlox mal Kinar und Pialota Phlox mal Corofino. Beide springen erst 3 Sterne mit die ganze Art und Mut. Und ich denke, das ist wichtig für eine gute Sportpferde. Wir haben erst 4 Jahre alten Trakehner-Sohn des Phlox mal Almox J. Vuitton. Startnummer 1215 des Sommerfestivals in Darmstadt-Kranichstein. Phlox ist selbst im Springparcours bis zur Klasse S erfolgreich, und aufgrund dieser Erfolge und seiner besonders interessanten Abstammung wird er natürlich auch frequentiert von Züchtern, die hinsichtlich der Springveranlagung einen besonderen Fokus setzen. Und diese Ergebnisse lassen die Phlox-Kinder auch immer wieder ins Rampenlicht des Parcours rücken, aber auch hinsichtlich eines Wettbewerbes wie dem Freispringwettbewerb beispielsweise des Trakehner Verbandes in Neumünster oder dem Freispringen anlässlich der zentralen Stuteneintragung kommen immer wieder Phlox-Nachkommen in die vorderen Platzierungen.